Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Folge Baldur's Gate. Wir sind hier gerade auf diesen Toten hier getroffen. Dem haben wir einen Mindflayer-Wurm aus dem Kopf herausgedengelt und seine beiden Kumpanen weggeschickt. Und der ist anscheinend von einem Eulenbär angegriffen worden. Und ja, kann man mal machen, ne? Die ist eine Höhle. Owlbear-Trox. Its nest must be nearby. Ich habe jetzt irgendwie schon ein bisschen Respekt vor dem Eulenbär. On my mind. I'm, well, eat it. Time to press ahead. Nix. Pike können wir mitnehmen. Ausgeweidete Goblins. Stench. Dead owlbear prey, no doubt. Wie geht's? Eine Statue. Übrigens, solange Gail noch bei uns ist, können wir Gail doch eigentlich auch hier. Wo ist denn dieses Medaillon hier? Da, das Ding doch mal anziehen. Ich meine, er hat eh Intelligenz 17, aber. Nö. Jetzt hat er doppelt 17 oder so. Saluna statue. It is stinking cave. Hardly a place of honor. Still alive. So that's progress. So. Trank des Sprechens mit Tieren. A magical seal. No luck picking that. Ein Konflikt zwischen Selune und Char. Ach, deswegen die. Naja, okay. Die können sich beide nicht leiden, die Göttin. Und sie huldigt ja Char. Weißt du was, dann, weißt du, wenn du hier Schar huldigst, dann kannst du auch mal irgendwie nach hier hinten gehen oder so. Pass mal hier auf, dass uns kein Eulenbär in den Rücken fällt. Hier, bewacht den Goblin. Und wir kümmern uns hier um die anderen Sachen. So. That might be worth a look. Ein Gebet, das Selun gewidmet ist und darum bittet, die Segen der Mondmaid anzunehmen und an ihre Großzügigkeit teilzuhaben. Just an old prayer. Ja. Selun, ihre Schwester Schar entstanden sind, die silberne strahlende Selun und die dunkle verlockende Schar ergänzten einander, brachten eine klare Trennung von hell und dunkel ins Universum. Ist doch mal eine nette Sache. Scheint ja hier jetzt die Truhe freigemacht zu haben. Was haben wir denn hier? Mondtropfenanhänger. Zuckender Tanz. Wenn der Träger maximal 50% seiner Trefferpunkte hat. Sowas ähnliches hatten wir da eben auch schon mal, ne? Provoziert er keine Gelegenheitsangriffe mehr. Ja.
Haben und nicht haben, ne? Fingerfertigkeit? Initiationsriten, wie sie mal Anhänger, wenn tief im Wald ausgesetzt. One with the weave. Ach, der besetzt hier diesen tanzende Lichterding, aber ich glaube, das kann er besser gebrauchen. Kann das denn noch irgendwie anders gebrauchen? Er hat noch nichts. Well, hello. Ich habe jetzt eben echt lange gesucht auf dem Bildschirm, bis ich das Ding gesehen hatte, ey. Aber diese Inventare sind jetzt auch echt nicht so. Ja. Habe ich mir ja schon mal drüber beschwert, ne? So. Careful, I bite. Ja, ja, ja. Careful, careful. Ja, hopf, hüpf da mal hier rüber. Zack. So. Dann gehen wir mal zurück. Don't linger. And these things have stayed interesting. How much farther can I go? Muss ja jetzt auch irgendwo in Ollenberg sein, wenn wir die Spuren entdeckt haben. Hier sind ja noch mehr Spuren. Da ist er doch. Eulenbär! You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owlbear. Its beaked face looming out of the darkness. What's this? Something weak, something tender. Weak? Won't even have to chew you before I feed you to my son. Soft meat. In deinem Kopf steckt ein halber Speer. Habe ich zwar nicht gesehen, aber kann ich ja mal sagen. Splinter. I've got a bigger threat than you with worse. Kommt und kämpft. Würde ich normalerweise machen, aber nee. Wir nehmen einen Bonus dazu, werden wir wahrscheinlich brauchen. Ich will dem ja eigentlich nichts tun, wenn er jetzt hier schon verletzt ist und sein Mimis schützt. Läuft. You're small, weak. Killing you would be a waste of time. Ja, ja. You can go, but you make one wrong step and I'll rip you to shreds. Alles klar. Bleib du mal da, wir lassen den Eulenbär leben. Unser Barbar hat auch so ein bisschen Naturding. Ne? Also der ist auch jetzt nicht. Ne? Cursed to put my hands on everything. Diese Kamera, ne? Hier war das tote Schwein, das haben wir auch schon gesehen.
das tote Schwein. Du Schwein. So, die göttliche Führung ist vorbei. Bienenstock. Wo kommt man da hin? Ah, guck mal, man kommt dann zum Eulenbär. Lieber wieder raus. Uff, uff. Oh, ein Hundi. Keep moving, stranger. Quietly. Was ist passiert? I told you to go. Klappt. Na super. What are you doing? Get back. Wenn man hoch genug würfelt, geht alles, ne? There's death in your scent, but not in your words. Still, you should go. My friend is injured. He needs rest. Ich glaube nicht, dass er aufwacht. And then we'll return home. He calls me Scratch. You can do the same. We were attacked. Cackling, furry things on two legs. And their smell, it was strange, rotten, evil. Beweisen, dass der Mann tot ist, indem ich seine Leiche anschreie? That's enough! Oh. Let's finish this. Konnte man nicht irgendwie wechseln zwischen tödlichen und nicht tödlichen? Ich will den jetzt nicht vernichten hier. Der Arme wollte nur seinen toten Kumpel anschreien und seinen Loot mitnehmen. Lichtquellen, zwar. Ich weiß, dass es irgendwie geht, aber ich weiß nicht wie. Und deswegen muss der Typ wahrscheinlich jetzt gleich drauf gehen, hä? Aus dem Kampf fliehen. Kann ich natürlich auch machen, ne? Ich zieh mich mal zurück, guck mal, ob er mir hinterherläuft. Okay. Mich angreift, der. Swift as my feet can carry me. Tja. Ich weiß, dass der sonst schön nett irgendwie als Hundi im Lager ist, aber irgendwie in diesem Playthrough sterben immer alle. Ging uns mit Leselia ja auch schon so, nicht wahr? I'm done. I can't wait to sleep.
Ah. Ach nee, komm. Bleib hier drüben. At the ready. Gut. Can't give up now. Was ist los? Spare me a moment, if you please. Ja, ja, was ist los? Something important to discuss with you. Ja, ja. We've been traveling together for a while now. Mhm. It's just about time that I shared something with you. Hier so mitten im Fluss möchtest du mir das erzählen, ja. I'll prefer to keep quiet, but needs must when the devil drives. Hätt's nicht warten können, bis wir drüben auf der anderen Seite sind. You see, I have this condition. Ja, ja. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Was für ein Zustand? The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Mm-hmm. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It is time. And by that, I mean, it's imperative that I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. Uh-huh. Know for yourself how hard-won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. Splendid. Bit of boldness will serve us well. As luck would have it, you're already primed to give me exactly what I need. Mhm. Was geben wir ihm denn? Den Mondtropfen-Anhänger können wir ihm eigentlich geben, ja. Maximal 50% Wucht. Da kommt den Ring. Den Ring können wir ihm geben. Thank you. Oh, that hit the spot. Mm-hmm. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Na gut. It's not so bad once you get used to it. And, on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. Hmm. Sincerely though, natürlich, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Obtained it in Waterdeep. Nothing there comes cheap. Yep. So, jetzt aber alle mal hier rüber. Und demnächst besprechen wir solche Scheiße nicht mehr im Wasser. Ihr seid aber auch echt. My faith will guide me. Manchmal können die von alleine rüberspringen, manchmal nicht. Das ist auch nicht so geil. On my way. So. Yes. Suddenly. Never a dull moment. With haste. Was haben wir denn hier? Klingende Grenzen, Jage Karlach. Mhm. Aha, aha, aha.
RFID? Guten Tag. One horn. This is the devil Will has been tasked to kill. Alles in Ordnung? Me! Never been better. Oh, fuck me! It's you, from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called Paladins of Tyr did. Yeah? Now that's a story, and I'll tell it to you, but truth be told, we shouldn't stay here too long. See, these paladins of... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. Mountains as far as the eye can see. Guess that explains the voices. From that peak I got into your head, you've made some inroads trying to get the thing sorted. But alas, no joy. I'm Karlach. And you are... Ah! Thought I'd lost the Blade of Frontiers on the Mindflayer ship. Well, if it isn't obvious by now, he's wrong about me. I'll prove it to him if he stops swinging that sword around long enough to listen to sense. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? A little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good at killing demons. Really good. Mm-hmm. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. Took me 10 years to properly escape, but now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dog she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as Paladins of Tyr. Wanna help me take them down? Don't worry. I'll lead the charge. I could use your help. There's a lot of them, and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good? She's, perhaps a little rough around the edges. But I suppose I can be smooth enough for two. Uh-huh, Gail. Uh-huh. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Hang on though. Looks like you got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Hmm. Fallen Entschärfungswerkzeug. Hm? Den Rucksack an sich. Also ich soll die nicht platt machen, ohne dass sie dabei ist.
Something good here, I hope. Ich rede erstmal mit denen. Something's on my mind. Need any supplies? We've fewer mouths to feed now. Two. Both stalwarts of Tyr. Sworn to uphold justice. The Lord of Justice sent us after a devil haunting this area. We squared off against her. We lost. Talk to Anders if you want the details. I don't have it in me to recount the horror. Mm-hmm. So, kann ich ja jetzt mal ein paar Sachen hier verticken, ne? Was ist denn überhaupt? Hat die irgendwas Tolles zum Anbieten? Unsichtbarkeitstrank? Ja, auf jeden Fall Heiltränke. Heiltränke sind immer gut. So. Gegengift, Diebeswerkzeug. Dunkelheitspfeile. Schadet nicht, aber ist jetzt irgendwie auch echt teuer. Ich würde ihr viel lieber Zeug abnehmen hier. Nebelwolke. Ja, nimm einen schweren Stein. So. Den brauchen wir auch nicht. Das können wir eigentlich auch mal gebrauchen, wenn wir einen weniger Angriffswert haben für unseren barbarischen Angriff. Aber sonst hat die auch echt nichts groß anzubieten hier, ne? Das kann weg. Drei Knochen. Bei Tyr muss ich immer an Felix's Pöllis Charakter denken aus Cyan. Was noch jemand kennt. Unsere Cyan-Runde von vor ein paar Jahren. Ist schon ewig her inzwischen. Proviant. Proviant. Flüchtling. Flüchtling, sag mir mal, wer dich getötet hat. The corpse regards you lifelessly. Wie seid ihr gestorben? Sarian's brute destroyed me. Aha. Also der war mit Zariel im Bunde.
infernal servant. So long I've forgotten why. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Mhm. Also es waren Höllendiener. Spannend. Ja. Wie viel braucht man denn hier noch? 36 Erfahrung noch. Das ist ein Brot. Ja, damit. Lecker Brot. Polsterte Rüstung. Weil es hier nicht alles gibt, ne? Und Pflege. Vorratspaket. Nehmen wir auch mit. Hammer. Kleiderschrank. Ah, Armbrust. Verkohlte Karotte brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Das Gemüse hier scheint noch vernünftig zu sein. So. Cut it out. It's worse than those out there. Nothing we need to worry about. Guten Tag. Our scouts told us you'd come. The devil's ally. Come to finish us, have you? I'm sure she's invented a fascinating history of our crimes. The truth is far simpler. We are paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling, Karlak. Mm-hmm. She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family. We were lucky to survive our encounter with her. Irgendwie glaube ich dem nicht. First I was burned within an inch of my life, and now I'm stuck playing pantomime. I can't take it anymore. Karlak is going back to Avernus, and if she won't go quietly, she dies. Ah. Looks like I'll have to kill you first. Which I quite look forward to. Bye bye. Jetzt muss ich sie doch ohne Karlak machen. Ich wollte ja eigentlich aber. Die sind allerdings auch schon ziemlich heftig hier, die Viecher. Also die Typen. Das muss ich ja auch mal sagen, ne? Der hat 44 Lebenspunkte. So, wir gucken einfach mal in unsere Gegenstände rein. Und nutzen hier mal so ein einfaches Gift. So, haben wir das schon mal. Und dann. Drüben. So, du mit deinem Dolch, ey. Das ist jetzt, du bist die allergrößte Bedrohung für irgendwen hier. Kannst auch nichts mehr zaubern, kein gar nichts. Aber du kannst schießen. Fehlschlag. Oder kannst halt auch nicht schießen, ne? Also, ja. The only way out is through. So, Kampfrausch.
Auf ihn mit Gebrüll. Oh, hier ist noch Zeug drin. Okay. Wollte ich nur sagen, dass 9 Schaden. Das heißt keinen Schaden, ne? So, Gale. Du könntest doch jetzt mal hier den Strahl der Übelkeit machen. Dann kannst du doch hier. Fehlschlag. Du bist echt gut, Gale. Das läuft für dich und so. Ach, der kommt jetzt auch noch von hinten. Fehlschlag. Das ist super. Aber dies ist unsichtbar. Au! Au! Der haut mich mit einem Zug um. Ungut. Ungut, ungut. Immun gegen Gift. Alles klar. Gut zu wissen. So war das alles hier irgendwie nicht gedacht. So, schmeißen kann ich auch nichts mehr. So. Ja, du kannst nichts mehr machen. Also der ist, Moment, der ist immun gegen Gift, ja? Lass mal gucken, was der ist hier. Untersuchen. Der ist geimpft. Das ist ja geil. Der ist geimpft. Göttliche Gesundheit. Macht immun gegen Krankheiten. Nach einem Angriff kannst du einen zusätzlichen Angriff machen. Ja. Also gut, wenn der gegen dagegen immun ist. Tja. Bewegungsrate runter reduzieren. Fehlschlag. Das war gut. Geld töten. Das ist ein harter Kampf, ich sag's euch. Ich sag's euch, ich sag's euch. So, aber der ist irgendwie schon so gut wie hin, zumindest. Und jetzt ist er hin. So. Allerdings ich auch und Gale so auch. Gale, wenn Gale stirbt, ist immer Kacke. So. So, du bist auch so gut wie hin. Das ist auch nicht so geil. So, die anderen sind alle noch total fit, was auch scheiße ist. Aber die sind zumindest nicht immun gegen Gift. So, wenn ich jetzt hier rüber gehe. So. Du musst mit einem Heiltrank werfen auf Gale. Ansonsten wird das hier böse enden. So. Selbst brauchst du nichts trinken und Heiltränken. So, die kommt jetzt wieder. Auf den Gieß. Alle. Please help me.
So. Was machen wir mit dir? Heilige Flamme? Oder Nahkampfangriff? Oder heilen? Gail hat nur noch einen Lebenspunkt. Koali hat auch nur noch einen Lebenspunkt. Wir schmeißen wieder einen hier auf Koali. So, der ist wichtiger als Gail. Dann sind wir fertig. So, und dann hauen wir hier einmal zu. Und nochmal zu. Dann ist die schon mal wieder weg. Ach ja, das sind die Sachen, die wir gerade eben verkauft haben. So. Kann ich leider jetzt gerade nicht helfen. Wo ist denn die Tussi hier oben? Kann ich gerade nicht sehen. At the ready. Guys roll in my favor. So, trink dir einen leckeren Heiltrank. So, und dann. Schmeißt du einen Heiltrank auf alle beide hier am besten. So. Ach, die ist hier hinten. Hab ich nicht gesehen. Ich glaube, die kann aber jetzt nicht mehr so viel machen. So, hat noch 7 Lebenspunkte. Fehlschlag. Cutting to the chase. Puh, das war nicht einfach. Das war nicht einfach. So, wir haben aber jetzt hier ein paar Sachen gekriegt. Kurzbogen, Dolche, leichte Armbrust. Neueste. Schwert der Gerechtigkeit. Macht genauso viel Schaden wie unser Hammer. Kann aber zusätzlich hier Türschutz. Erhöhe die Rüstungsklasse um 2. Ist schon okay, würde ich sagen. Nehmen wir das oder nehmen wir das nicht? Wuchtschaden gegen Hiebschaden. Bin eigentlich gerade ziemlich zufrieden, aber vor allen Dingen auch, wenn ich Treffer ja auch mache, wenn ich nicht treffe, hier mit der Beharrlichkeit. Hält bis zur langen Rast mit dem Extra-Ding. Ja, pass auf. Jetzt probieren wir was hier. Also wir machen das mal so, dass wir das hier Schwert der Gerechtigkeit anlegen. Und dann müssten wir ja diesen hier Türding da können, ne? Für eine Bonusaktion.
Warum geht das nicht? Sind wir ungeübt mit dem Schwert? Ach, ein Bannzauber ist das, ne? Bannzauber? Braucht doch Konzentration, braucht's auch. Nee. Nee, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. So, die hat mich alle schon gelootet hier. So. Mal gucken, was wir jetzt hier unten noch finden. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.